Unter dem Begriff einer Wirbelkörperfraktur versteht man ganz einfach den Bruch eines Wirbelkörpers. Die Ursache dieses Bruches kann jedoch sehr unterschiedlich sein und so ist nicht jede Fraktur gleich zu behandeln. Der Bruch eines aktiven Sportlers, der beim Sportunfall sich einen Wirbelkörper gebrochen hat, ist sicherlich komplett anders als die Behandlung eines Wirbelkörperbruches bei einem betagten Patienten, der durch ein Bagatelltrauma oder zum Beispiel das Verrutschen von Blumentöpfen sich einen Wirbel gebrochen hat. Und deswegen ist es wichtig, sich diesen Bruch genau anzuschauen und dann mit dem Patienten auch zu überlegen, was ist der Anspruch des Patienten und wie kann man ihm mit dem geringsten möglichen Aufwand bestmöglich helfen.